Sie sind hier, 14. Oktober 2018, 23.04 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Marcel Siem verspielte auf der Schlussrunde eine Top-Platzierung. Urheberrecht Getty Images. Marcel Siem verspielt beim British Masters in der Schlussrunde eine Top-Platzierung. Martin Keimer enttäuscht und scheitert wie Maximilian Kiefer am Cut. Der deutsche Golfprofi Marcel Siem hat beim British Masters im englischen Walton on the Hill nach einer durchwachsenen Schlussrunde eine gute Platzierung verpasst. Mit einer 75er Runde, Par 72 und insgesamt 291 Schlägen belegte der 38-Jährige beim mit 3 Millionen Pfund 3,4 Millionen Euro dotierten Turnier den 42. Platz. Punkt. Den Sieg sicherte sich der Engländer Eddie Pepperell mit 279 Schlägen. Deutschlands einstiger Topspieler Martin Keimer, Mattmann, war ebenso am Cut gescheitert wie Landsmann Maximilian Kiefer, Düsseldorf.